here. Stand good, part two! Rammstein. Rammstein 紹介します。今、ドイツが世界に誇るワールドワイドなバンドがこの Rammstein なんですけれども、こちらがニューアルバムの Rise Rise 旅。旅。っていうことですね。4枚目みたいですね、はい、そうですね、はい、もうなんかドイツがすっごいいっぱい売れてるし、うん、もちろん他のヨーロッパ各国でもすごい人気のバンドなんですけれども、アルバムからしても豪華なのに、はい、彼ら旧東ドイツ出身の6人組なんですけれども、はい、1994年に結成されているから、彼これもう10年以上、ね、そうですね、はい、なんだろう、すごくダークな印象もあるけれども、はい、インディストリアルミュージックのその要素も感じられるし、はい、あとドイツ語で歌っているっていうことがやっぱり、そうだね、うん、このそのさっきのやつ、サンション・ジュンリーの、うん、あれはこうライブ見に行ってさ、ね、あのライブの感じで聴いてたからあれだけど、うんうんうん、これは CD で聴いたから、うんね、またこう全然違う感じで聞き方が、ね、聞こえ方が全然違ってくるよね、バンってくる、そう、なんかこのヘビーロックな感じとにすっごく合ってるの、このドイツ語っていうのが、うん、でかと彼のこの低い声も、うん、あとちょっとそのオペラチックな歌い方とも、そう、なんかもうアルバム通してなんかこう、うん、ドラマチックな作りになってるよね、そうだね、なんかね、重いっていう感覚もどこかであるんだけども、うん、なんか壮大みたいな、うん、わーみたいなさ、こう前に進んでくみたいな、広くてみたいな、そう、そういうのがあります。すごいなんか今回より壮大に音楽もなっているということで、やっぱ私たちが受けた印象はそうだった、うん、そうですね、当たってたということで、あと彼らのライブはなんかすごい、うん、すごいらしい、やばいらしい、すごいみたい、うん、もう火柱がボンボンボンボンって出たり、なんかすごい有毒な赤とか青のなんか火とか煙とか出て有毒なんかね出るみたいな、そう、だから皆さんね、ちょっと こうしながらちょっとライブを、はい、見ましょう。サマーソニックに出演が決定しています。あ、今出るんでしょうか、ちょっと楽しみなところですけれども、はい、ドイツのこだわりが感じられるラムシュタインなんですけれども、彼らのたった1回の日本でのショーケースライブの方を皆さんにお見せします。レアですよ、ラムシュタイン in Japan、はい、ライブインタビューをどうぞ。どうぞ。Man auch Sachen macht, die vielleicht ein bisschen peinlich sind, aber dass sie was zu erzählen haben, wenn sie nach Hause kommen, das musst du unbedingt mal gesehen haben, die machen das und das. Für uns bedeutet das, dass wir das Publikum polarisieren wollen und auch darüber nachdenken. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, und dass man eben die Leute nicht langweilt mit Wiederholungen, was sie überall schon mal gesehen haben, also auf jeden Fall auch selbst sich nicht wiederholen und versuchen, weiter sich zu entwickeln. Eine Band existiert eigentlich nur, wenn sie Musik macht und ein Konzert. Direkt der Beweis, ob es gut ist oder nicht. Also man hat einen guten Indikator im Publikum. Weil wenn das passiert, dann ist die Band am Leben. Das heißt, solange wir spielen, dann leben wir noch.
als wir angefangen haben, mit pyrotechnische Sachen zu machen, gab es schon solche Momente, aber mittlerweile ist es eine professionelle Crew, die da mitkommt und alles so macht, dass nichts passieren kann. Aber unsere ersten Konzerte, da hat der eine Gitarrist schon richtiges Benzin im Publikum ausgekippt und angezündet, was im Nachhinein vielleicht auch ganz schön gefährlich gewesen ist. Wir haben zum Beispiel so einen Rauch, der kommt bei Lied Asche zu Asche, kommt der so von der Bühne runter und der ist hochgiftig. Der ist, wenn manchmal Leute Kunstflug machen mit dem Flugzeug, dann haben die manchmal so eine Rauchfahne hinten dran, eine rote oder eine blaue oder eine weiße. Und das, das haben wir meistens auf der Bühne. Und das ist ganz eklig. Man muss immer fast kotzen, Entschuldigung. Und da denkt man immer jedes Mal, oh, warum machen wir das bloß? Aber irgendwie finden wir das auch gut. Dann im nächsten Jahr eine kleine Pause haben, um dann Ende des Jahres wieder neue Musik zu machen. Weiterhin Spaß haben am Musik machen. Und vielleicht, dass wir mal einen Hit schreiben, der so weltweit Erfolg hat.